Hallo und herzlich willkommen. In diesem kurzen Video möchte ich euch zeigen, wie man schnell defekte SDL-Dateien repariert. Jeder von euch hatte bestimmt schon mal das Problem, hat eine SDL-Datei geladen und diese erscheinte dann anschließend im Vorschaufenster rot. Rot bedeutet, sie ist defekt. Wie hier jetzt gerade schön zu sehen. Wie ihr seht, benutze ich hier den Ricci Slicer und der hat jetzt hier diese Funktion Repair 3D Model. Ich finde diese Möglichkeit, eine SDL-Datei zu reparieren, nicht gerade so doll, da es mal funktioniert und mal auch nicht. Also ich benutze diese Funktion eigentlich nicht. Nach einem Klick auf den Button dauert es einen kleinen Moment und die SDL-Datei wird repariert. Hier hat es jetzt mal funktioniert und die Datei wurde erfolgreich repariert. Jetzt zeige ich euch, wie ich meine defekten SDL-Dateien repariere. Ich gehe in den Ordner zu meiner defekten Datei, mache einen Rechtsklick darauf, öffnen mit, wähle den 3D-Builder. Nach ein paar Sekunden wird das Objekt angezeigt. Hier oben links auf Modell importieren klicken und schon wird das Modell geladen und hier auch rot gekennzeichnet angezeigt, dass halt mit der Datei was nicht stimmt. Ein Klick auf dieses Fenster und der Reparaturvorgang wird gestartet. Wie lange die Reparatur dauert, hängt davon ab, wie groß die Datei oder wie beschädigt sie ist. Ich hatte schon den Fall, dass die Reparatur bis zu einer Stunde gedauert hat. In der Regel sind es aber nur wenige Minuten. Die Leistung eures PCs spielt natürlich auch dabei eine große Rolle. Wenn die Reparatur beendet ist, schließt sich hier unten rechts das Fenster und man kann deutlich erkennen, dass das rote Viereck um das defekte Objekt verschwunden ist. Jetzt klickt ihr hier oben links auf das Burger-Symbol. Das Menü öffnet sich und ihr wählt Speichern unter. Im nachfolgenden Fenster wählt ihr den Speicherort und müsst, was ganz wichtig ist, den Dateitypen ändern von 3MF auf SDL. Dann klickt ihr auf Speichern. Der Speichervorgang wird gestartet und erst wenn hier unten rechts das Fenster geschlossen ist, könnt ihr anschließend das Programm schließen. Jetzt müsst ihr die reparierte Datei, sie liegt bei mir hier im Ordner reparierte Dateien, in den Slicer ziehen und nach kurzer Ladezeit seht ihr, dass die Datei halt repariert ist. Und könnt sie nun im Slicer weiter bearbeiten. Wir sind am Ende des kurzen Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vor allen Dingen auch weitergeholfen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!